Ja, Elias Havel, du warst heute von Anfang an mit dabei und hast vorne im Sturm ordentlich Betrieb gemacht. Wie hast du dich denn gefühlt auf dem Platz? Ja, ist schon Zeit her, dass ich von Anfang an gespielt habe. An der Kondition muss ich noch ein bisschen arbeiten, aber im Großen und Ganzen habe ich mich ganz gut gefühlt. Das Team hat mich pusht. Habe es ganz gut gemacht, habe mich gut reingeholt. Ja. Wie würdest du denn das Ergebnis bewerten? Ist dieser 1:0-Sieg heute verdient? Ich finde absolut verdient. Ich finde, wir haben gut gekämpft und wir haben Gus gegen Klagenfurt. Jetzt schwer, weil die fast nur mit langen Bällen kommen. Und wir haben Gus wieder einen Kampf und den haben wir angenommen. Und dann freue ich mich umso mehr, wenn Felix, dass er den dann einschädelt. Das war ein super Gefühl. Felix Luckeneder, bereits letzte Woche im Testspiel gegen 1860 München hat es geklappt mit einem Kopfballtor. Und heute im Pflichtspiel ist das dann umso schöner? Ja, definitiv. Heute ist um was gegangen. Es waren, wie gesagt, sehr, sehr wichtige 3 Punkte. Der erste Sieg im neuen Jahr hat ein bisschen gedauert, aber ja, umso schöner, dass ich der Mannschaft mit dem Standardtor helfen habe können. Würdest du im Endeffekt auch sagen, dass dieser 1:0-Sieg heute aufgrund des Spielverlaufs in Ordnung geht? Ja, ich denke schon, aber man muss auch dann in der Analyse genau hinschauen. Also man sieht schon, an was es fällt. Wir überlegen sehr viel, wir haben einfach das Selbstvertrauen fehlt. Man merkt schon, dass ein bisschen was fehlt, aber im Endeffekt war jetzt einmal wichtig, dass wir die 3 Punkte geholt haben. Und jetzt gilt es, den Ostersonntag und den Ostermontag nur zu genießen und dann voller Fokus auf Sturm Graz. Du sagst es schon, es geht Schlag auf Schlag nächste Woche zu Gast in Graz. Wie blickst du denn diesem Spiel entgegen? Ja, wir haben uns jetzt noch nicht so viel Gedanken gemacht, aber sicher eine Top-Mannschaft, wird eine sehr, sehr schwierige Auswärtspartie. Aber es geht bei 0-0 los und wir sind heiß auf die 3 Punkte in Graz.